Hallo, mit einer leichten Verzögerung noch einmal zum Donnerstags-Mittagstalk. Ich hoffe, dass die Verbindung jetzt besser ist und vor allem, dass ihr uns gut hören könnt. Ich sitze hier mit der Sheila Stevens. Wir beginnen es einfach von neuem noch einmal. Und zwar gibt es ja diese Woche keinen Blogartikel von mir, weil ich ein paar Free-Flow-Tage eingelegt habe. Und bevor wir darauf eingehen, was Free-Flow-Tage überhaupt sind und was die dir auch bringen, was sie uns bringen, was sie aber auch dir bringen können und vor allem deinem Business, erzählen wir dir gleich, aber davor ein paar Worte, Sheila, zu dir, für alle Leute, die dich vielleicht doch nicht kennen. Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Shelly Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von shellystevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren und kontinuierlich ihre idealen Kunden gewinnen. Und ich freue mich, heute dabei sein bei dem Mittagstalk und grüßt alle von Sylvies Fans da draußen. Ja, danke, dass du da dir die Zeit auch genommen hast. Wir sind nämlich gerade in Italien und wenn wir kurz auf die Seite gehen, dann siehst du hinter uns das schöne blaue Meer und den blauen Himmel. Es ist noch ein bisschen kalt, aber ich glaube, nicht ganz so kalt wie bei euch jetzt gerade in Wien, in Österreich, Deutschland oder auch die Schweiz, wo der Schnee teilweise liegt. Also da sind wir, haben wir es ein bisschen besser. Ja. Ja, Free-Flow-Tage. Was sind Free-Flow-Tage, Schelia? Du hast das oder ich kenne es von dir, das ist es, glaube ich, gar nicht eingeführt, aber ich kenne zumindest in Free-Flow-Tage den Namen von dir. Was ist denn das für dich? Also, Free-Flow-Tage sind Tage, wo ich einfach meinem Geist freien Lauf lasse, also die Seele lassen, die Muse mich küssen. Und zwar früher, gerade wo ich darum ging, mein Geschäft aufzubauen als Solo-Unternehmerin, habe ich am Anfang extrem fokussiert, Tag und Nacht, immer auf strategische Richtlinien, Ziele hinarbeiten. Und ich bin irgendwann mal auf die Idee gekommen, durch einige andere, die auch Free-Flow-Tage oder Free-Flow-Monate gemacht haben, dass es vielleicht gut wäre, nicht immer so verbissen die Sachen anzugehen, sondern einfach mal Raum zu lassen, Platz zu lassen. Und das sind für mich die Free-Flow-Wochen. Ich mache das einmal im Monat, eine ganze Woche frei. Ich kenne es, also ich kannte es dadurch vorher nicht, nämlich auch, glaube ich, gar nicht die Idee, weil ich am Anfang meines Business so ähnlich war wie du, so verbissen und eigentlich wirklich 7 Tage in der Woche und Tag und Nacht darüber nachdenken, was kann man denn noch alles tun und was ist, muss ich nicht noch alles für das Business tun. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich vorigen Sommer eigentlich wirklich dann komplett 7 Wochen am Stück out of order war, weil die Motivation war, ich überhaupt keine Ideen mehr hatte, es überhaupt keinen Flow mehr gab, sondern nur mehr verbissen dahinter zu sein. Und dann waren es bei mir gezwungenermaßen 7 Wochen. Und aber gemerkt, dass diese 7 Wochen letztendlich dann unheimlich wertvoll waren. Also wenn ich da dran geblieben wäre, weiß ich nicht, ob es das Business heute noch geben würde, aber ich glaube, dass es einfach sehr, sehr anstrengend ist. Immer und immer wieder. Und ich glaube, dass wir Unternehmerinnen es uns irgendwie nicht eingestehen, aber auch nicht eine freie Zeit irgendwie das zulassen, dass wir uns das auch wirklich nehmen können, weil dann das schlechte Gewissen ist. Was sind denn für dich die positiven Seiten dieser Free-Flow-Tage oder Wochen oder wie auch immer man es für sich nehmen möchte? Also für mich ganz klar das Positive ist, ich lade meine Batterien auf. Sehr häufig, also letztes Jahr von 12 Free-Flow-Wochen habe ich bestimmt 9 einfach Urlaub gemacht. Also wir haben hier ein kleines Haus in Italien, das wir mieten und ich bin runtergeflogen oder gefahren jedes Mal und habe einfach Urlaub gemacht. Also dieses Batterieauftanken ist ganz wichtig. Und ich merke auch, wenn ich mich um mich kümmere, dann habe ich eine andere Ausstrahlung gegenüber der Außenwelt. Also ich bin einfach ausgeruhter, zufriedener. Meine Kunden merken den Unterschied, mein Team merkt den Unterschied, mein Mann, meine Freunde. Also in erster Linie ist dieses Aufladen.
in den Wochen, wo ich in den Free-Flow-Wochen an Sachen arbeite, wie diese Woche. Also ich habe sehr viel freigemacht, aber ich habe auch an ein neues Freebie gearbeitet und ich habe einfach konzentriert Zeit, wo wirklich die Außenwelt wird einfach ausgeschaltet. Ich gehe eine Sache einfach spielerisch nach und dann ist jeglicher Druck und Enge weg und ich kann das einfach im freien Lauf lassen. Und das Positive bei den Free-Flow-Wochen ist es, wenn eine Sache 3 Tage braucht anstatt eine Stunde, das ist wurscht, dann mache ich mir nicht dieses, du musst es zack, 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 zack. Also es bietet extrem viel Raum in erster Linie. Hallo Marian. Hallo Marion, hallo Jess. Jess sagt auch drei große To-Dos pro Woche und der Rest ist Free Flow. Ich nehme ich für mich ist es auch dieses Free Flow, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ein paar Stunden am Tag und sagt, da arbeite ich eigentlich nicht oder die nehme ich mir frei, da gibt es keine Termine drin. Ich habe das auch, also ich habe zuerst mal mir wirklich den Juli, schon voriges Jahr, nachdem das passiert ist, habe ich gleich meine freien Tage gestoppt und ich habe mir den ganzen Juli freigenommen und dazwischen auch immer einige Tage. Was bei mir nämlich dann passiert ist, dass nämlich dieser Flow, diese Inspirationen, neue Ideen einfach zurück und sagen, ich nehme jetzt das, was kommt und ich muss nicht, ich muss jetzt keinen Artikel schreiben, sondern ich nehme auch die Freiheit, dann gibt es eben in dieser Woche keinen Artikel, aber es kommen neue Ideen, es kommen ganz viele Inspirationen, es kommen ganz, ganz viel neue Power, die doppelt und dreifach in das Business auch wieder, nämlich nicht nur ins Business, in das eigene Leben und in das Business wieder zurückkommen. Absolut. Ja, und in diesen Free-Flow-Wochen darf alles sein. Also eigentlich ist das die Free-Flow-Woche ein erstrebenswerter Zustand für das gesamte, die Ja, gesamte Zeit. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal dahin. vielleicht gibt es immer diesen Flow. Ja, das wäre noch genialer, wie die Jester das Ja, macht. Sie steht aber auch für das Slow stimmt. Business Ja, Arbeit. sie Das ist, sagt, ja. Was genau. sagt sie dazu? Ja. Die Marion, ich würde mich interessieren, Marion, hast du auch so Free-Flow-Tage oder Wochen oder Monate, wo du einfach sagst, da gibt es keinen Terminkalender, sondern es passiert das, was passieren soll und was passieren darf, auch Ja. ohne irgendeinen Druck. Wie ist es dir? Bei dir hat es ja, du hast ja, glaube ich, aus einem ganz anderen Grund diese Wochen, soweit ich mich erinnern kann, hast du eigentlich ein Training eingeteilt, wo du immer eine Woche weg bist und dann ist es ausgefallen. Das heißt, Ja, und plötzlich hattest du freie Tage in deinem stimmt. Kalender. Wie war es mit deinem, die Marion sagt, das Hannah-Arendt-Prinzip, kannst du das kurz erklären? Weil ich kenne das gar Ich nicht. kenne das auch nicht, Marianne. Erklären Sie das? Währenddessen hattest du nie ein schlechtes Gewissen, hast du ein schlechtes Gewissen in deinen Ja, Free-Flow-Wochen? ich erzähle das. Was ist so lustig gewesen? Ich war bei Fabienne Fredrickson, sie ist eine langjährige Mentorin von mir gewesen und ich hatte immer diese 4-mal im Jahr, wo ich rübergeflogen bin nach USA für Leverage Tech. Ich glaube, es waren 3-mal im Jahr oder sonst was. Jedenfalls, es war eine ganze Woche, wo ich nach ging. Und ich bin klar davon ausgegangen, dass ich diesen Leverage-Track-Programm weitermache und deswegen habe ich alle Termine blockiert in meinem Kalender. Und dann habe ich mich entschieden allerdings, dass ich dieses Leverage-Track-Programm nicht mache. Und dann habe ich gesehen, oh, das sind aber all diese Wochen drin, wo ich keine Kundentermine von außen habe. Und ich habe das am Anfang so still und heimlich und ganz im Caroline irgendwie beibehalten und für mich gehabt und keine Kundentermine reingelassen. Ich dachte, wie genial ist das? Und ich habe das einfach dann übernommen. Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Ich habe das nie. Okay. Nein, ich habe das nie. Hast du manchmal ein schlechtes Ich Gewissen? habe schon manchmal ein schlechtes Gewissen. Okay. Also bei mir ist schon, dass ich manchmal dann das schlechte Gewissen sage, ich sollte doch eigentlich. Und was passiert, wenn du jetzt eine Woche nicht deinen Dienst nach Vorschrift oder wie auch immer gehst? Ja. Aber das ist nur ganz kurz, weil ich merke, dass eigentlich passiert viel, viel mehr. Also es mag jetzt schon sein, dass eben ein Blogartikel nicht rauskommt oder dass ich die Termine verschieben muss von einer Woche, wo ich da mache ich nichts. Aber es passiert sehr, sehr viel, viel mehr, was vielleicht auch nicht unmittelbar in der nächsten Woche sichtbar ist. Aber auf Dauer gesehen sind diese
das Herausnehmen und auf eine Metaebene gehen. Also ich gehe dann gerne auf eine Metaebene und überlege mir so dass das Big Picture, ja, also wie passt alles, wo ich gerade laufe in diesem täglichen Going und Ja. immer diesen, kann ich darüber nicht nachdenken? Also ich verwende diese Zeit auch immer, sagen, okay, bin ich in der richtigen Richtung? Vor allem die Großen, also jetzt im Juli, wenn ich 4 Wochen gar nichts mache, dann ist es immer so ein Punkt, wo ich irgendwie wie das große Okay. Bild anziehe und Okay. sage, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder muss ich irgendwas neu justieren? Hast du so einen großen Block auch oder sind es bei dir einfach immer so diese einen Wochen? Einmal im Monat eine Woche und bei den Wochen, also Monaten, wo wir Urlaube machen, dann sind es 2, 3 Wochen aufs Mal. Ich mache gar nicht so ein Big Picture Ding und gar nichts. Also was ich mache da, ich merke, ich weiß nicht, wie mir dir geht oder den anderen, aber ich tendiere dazu, in den 3 Wochen, wo ich so Dienst nach Vorschrift mache, also so Geschäft von 10 bis 17 Uhr, ich beginne irgendwie allmählich, mich wahnsinnig ernst zu nehmen. Mich ernst zu Ja, nehmen, da. alles Dazu Geschäft, neigen wir was ich dann, ja. mache. Und ich komme irgendwie in das Gefühl, alles, was ich mache, ist, wie soll man das sagen, es rettet die Welt oder nicht, oder ist es einfach so furchtbar wichtig. Und was ich merke bei den Free-Flow-Wochen ist, ich komme da raus und ich merke, da ist es alles gar nicht wichtig. Im großen Zusammenhang ist es in dem Weltgeschehen überhaupt nicht wichtig, was ich mache da. Und ich glaube, es schafft eine gewisse Distanz und es portiert mich zurück in eine Bedeutungslage, was wirklich bedeutsam ist. Ja. Marion beschreibt gerade das Hannah Arendt-Prinzip, das sie gerade sich erdacht hat. Aber ich denke noch nach. Ja. Und das finde ich, genau, das finde ich auch einen wahnsinnig tollen Punkt, dieses Nachdenken, wobei ich das dieses, man neigt ja dann ganz, ganz schnell in so eine Gedankenspirale zu kommen und zu analysieren und noch tiefer. Aber diese, sich dort einfach die Inspiration und sich dem Leben hinzugeben, genau, und sich gar nicht mehr so wichtig zu nehmen. Ich weiß, ich kenne so die Rule Number 6. Ja. Ja, das ist ja unser gemeinsamer Mentor Michael Neal hat das, aber es ist auch gar nicht von ihm. Und diese Rule Number 6 heißt einfach, nimm dich nicht zu ernst. Ja. Don't take yourself Don't that take yourself so fucking seriously. seriously. Genau. Und ich glaube, das macht natürlich solche Free-Flow-Tage, Wochen, Monate, was auch immer das ist. Genau, es holt dich raus und sagt, ey, nimm dich nicht so, so wichtig. Da draußen gibt es noch viel, viel mehr als jetzt dein Business und dieses in den Hamsterrad zu kommen. Und ich habe das schon gemerkt, also bevor ich auch diese Free-Flow-Tage eingeführt habe, bei mir sind es jetzt noch keine Wochen, aber zumindest einmal den Juli komplett, ich bin in dieses Hamsterrad zurückgerutscht, weil nachdenken, was kann ich noch tun, was muss ich noch tun, den Druck von außen scheinbar zu bekommen und man muss irgendwas tun. Ja. Ich mir dann gedacht habe, okay, aber wenn ich im Hamsterrad war ich vorher schon drinnen aus dem Grund, das ist nicht der Grund, warum ich aus dem Ganzen ausgestiegen bin. Man neigt aber so wahnsinnig schnell, wieder in dieses Hamsterrad zu gehen und diese Free-Flow-Tage sagen, reißen mich immer wieder raus und sagen, hey, ja, schau dir das, und das ist halt für mich dann die Metaebene, schau dir doch mal an, ist das Ja. alles auch wirklich wichtig und notwendig, was du gerade da jetzt so tust? Es ist ein Unterbrecher und das, was ich so spannend finde, du hast das gerade angesprochen, man kommt aus dem Angestelltenverhältnis und man macht und man geht in seine Selbstständigkeit und man gestaltet den Tag, die Wochen genauso wie vorher. Genau. Also man 8 Stunden von Stunden oder neun am bis, Wochenenden ja, und alles genau. Mögliche. Oder man sagt 5 Wochen fünf Urlaub. Wochen Urlaub. Genau. Wir machen das genau nach. Genau. Und 40-Stunden-Tage, du darfst nicht weniger arbeiten. Ja, genau. Und das war für mich einfach so bahnbrechend zu sagen, hey, wenn ich alles darf, ich gestalte jegliche Regel zu jeder Zeit, warum kann ich nicht 12 Wochen Urlaub machen? Oder der Tom Oberbichler, von dem ich Ja, genau. diese Freitags, hat früher diese Free Flow Friday, er hat auch am Wochenende gearbeitet und ich habe gedacht, oh Gott, warum arbeitet er am Wochenende? Das darf man nicht. Und er hat sich halt andere Tage frei gemacht dafür. Aber wir haben so verbissene Wahnsinn, Vorstellungen, ja. oder? Das ist, also bei mir war es auch sehr, sehr lange eingeimpft. Und bis ich dann selbst irgendwann draufgekommen bin,
Silvia, du bist selbstständig, ja? Du musst nicht Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Wochenende sind es dann irgendwie Überstunden, ja? Wenn ich am Freitagnachmittag nicht mehr arbeiten möchte oder am Dienstag, ja, dann ist es auch so. Also das habe ich auch komplett umgestellt. Also mein Tag fängt meistens um 11 an, weil ich den Hund Der Hund vor, hat weil Vorrang. zuerst hat der Hund Silvias Hund Vorrang. hat Vorrang. Das kann ich dir ja schon sagen. Ja, Das ist absolut. der erste Herr im Haus. Der erste Herr im Haus ist mein Hund und der wird einmal in der Frühgasse geführt und dann kommt das Business dran. Absolut. Ja, so wir schicken euch noch ein paar blaue Farben nach Österreich, Deutschland, Schweiz, wo immer ihr gerade seid. Macht euch einen Free-Float-Nachmittag, Wenn wenn ihr es möglich möchtet. ist, wenn es möglich ist, wenn es, wenn ihr möchtet. Gerne auch noch unter diesem Post Kommentare, wie, was macht ihr mit der Idee des Free-Flow? Ist das etwas, was ihr auch in eurem Business schon macht oder im Leben? Oder vielleicht die Idee auch erst einmal einzuführen? Diese Würde Balance. mich. Genau, wie schafft sie auch vielleicht bei euch die Balance zwischen diesem Druck, Unternehmen und Geist, Unternehmergeist. genau, das Unternehmen, wo halt sehr viel nach Strategie und Plan und wie kriegt sie aber dann doch diesen kreativen Geist genau in euer Business hinein? Chester sagt, sie macht auch geballte Flow-Tage mit Strategietage im Wald. Viel Raum, Super. wirklich Schritt für Schritt und viel Neues entdecken. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dem Business diesem Raum zu geben, Ja, wo dir selbst. Kreativität und Inspiration stattfinden kann. Und das geht halt ganz selten vor dem, also zumindest bei mir nicht vor dem Computer. Ja, Ja, und bei mir auch nicht. in diesem alltäglichen Run. Das kann in einem Kaffeehaus sein. Entschuldigung, Sag nur. ich wollte nur das lesen von der Von Marion, der weil Marion, Marion ja? hat geschrieben, also dass sie sich mit diesen Philosophen Ja, genau. beschäftigt hat. Und sie hat geschrieben, ich habe mich viel mit dieser Philosophin beschäftigt, auch den Film gesehen. Die liegt 80% der Zeit auf einer wie sagt man, Chaise Chaise Lounge Lounge, und raucht. Ihrem Verleger vertröstet sie immer wieder mit, ich denke noch. Das ist doch ein, ja genau, das ist ein Ist perfekter. ja. Wir werden uns auch einen Chaise Lounge da draußen am Meer noch reservieren. Und danke vielmals für eure Mittagspause oder Mittagszeit, die ihr mit uns geteilt habt. Und nächsten Donnerstag gibt es wieder einen Mittagstalk. Thema weiß ich leider noch nicht. Ich warte auf den Flow und was mir einfällt für den nächsten Blogartikel. Danke vielmals, habt einen wunderschönen Tag. Danke, liebe Schiele, dass du mit mir den Mittagstalk gemacht hast. Sehr Hat mich gerne. sehr, sehr gefreut. Jetzt essen wir doch noch was Wir zusammen, oder? Du essen gehst jetzt noch noch. nicht weg. Nein, 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 Ist ich alles bleibe gut. noch und Sehr fliege gut. erst morgen dann wieder nach Venedig und verbringe dann dort ein paar Tage. Tschüss Bis zusammen. bald, ihr Tschüss Jester. Tschüss Lieben. Marianne. Tschüss.